Mittlerweile ist der Gürtel deutlich zu lang. Aber vor 10 Jahren war er sogar zu kurz. Damals wog Karl-Heinz Röder 180 Kilo. Mit 15 war er noch schlank, dann wurde er immer dicker. Der Weg schien vorbestimmt. Seine Oma war auch schon sehr dick. Bei der wurde auch immer erzählt, Adipositas. Von Kind auf kannte ich sie ja gar nicht anders. Karl-Heinz Röder wird Krankenpfleger und nimmt stetig zu. Weder er noch seine Kollegen oder einer der Ärzte denkt bei ihm an irgendeine andere Ursache als die, dass er einfach zu viel isst. Jedes Jahr zum Betriebsarzt und immer Blustern bekommen, Adipositas, sie müssen abnehmen. Und irgendwann habe ich dann darauf hingewiesen, auf diese Wassereinlagerung. Ja, und so ab dem 40. Lebensjahr hieß es dann plötzlich Herzinsuffizienz und musste dann Wassertabletten schlucken und auch Herzmedikamente nehmen. Diese Medikamente haben ihm nicht geholfen. Heute sind die Beine dünn, denn 2008 erhielt er endlich die richtige Diagnose. Ein Ganzkörper-Lymphödem. Sein Gewicht bestand überwiegend aus Wasser. Er hat ein primäres Lymphödem. Das ist eine angeborene Lymphschwäche. Das heißt, dass das Lymphgefäßsystem nicht so viel Lymphflüssigkeit transportieren kann, wie es normalerweise müsste. Und es kommt dann in seinem ganzen Körper zu Ansammlungen von Lymphflüssigkeit. Das zeigt sich natürlich zuerst an den Beinen, weil die unten sind. Und dadurch staut es sich in den Beinen zuerst. Fast 40 Jahre lang wurde er komplett falsch behandelt. Der Krankenpfleger hat seine Ärzte auf die Wassereinlagerungen hingewiesen. Aber lange hat das keiner ernst genommen. Das ist aber typisch für ein Lymphödem, dass sie oft erstmal falsch behandelt werden oder auch nicht erkannt werden. Die Lymphologie wird im Medizinstudium noch sehr stiefmütterlich behandelt. Und man muss sich da schon weiterbilden, sich drum kümmern, um eben auch die verschiedenen Ödeme auseinanderhalten zu können. Und das kann dann letztendlich kein Arzt, der sich nicht speziell geschult hat. Das Lymphsystem ist das zweite Flüssigkeitssystem im Körper. Das Blut versorgt die Körperzellen mit Nährstoffen, das Lymphsystem entsorgt. Ein Teil des Gewebeabwassers wird von den Blutgefäßen wieder aufgenommen. Größere Verbindungen, wie beispielsweise Eiweiße, kann nur die Lymphe einsammeln und in den Lymphkanälen abtransportieren. Das Abwasser des Körpers wird in den Lymphknoten geklärt und in den Blutkreislauf zurückgeführt. 5 Liter Lymphe am Tag. Wenn das Kanalsystem gestört wird, staut sich die Lymphflüssigkeit unter der Haut, bildet Lymphpolster. Gut erkennbar an den Zehen, wo normalerweise die Haut dünn ist. Entsteht beim Kneifen eine wulstige Hautfalte, ist das ein klares Indiz für ein Lymphödem. Aber auch nur die Hand kann anschwellen und der ganze Arm. Gundula Raguse leidet seit 2 Jahren darunter, die Folge einer Brustkrebsbehandlung. Ich hatte im Jahr 2015 eine Krebsoperation. Bei dieser Krebsoperation sind mir 32 Lymphknoten entfernt worden. Und daraus hat sich im Laufe oder nach ca. einem halben Jahr eben dieses Lymphödem gebildet. Auch Krebszellen können in die Lymphe gelangen, werden dann in den Klärwerken angeschwemmt. Um zu verhindern, dass sie in den ganzen Körper wandern, werden befallene Lymphknoten entfernt. Das Rohrsystem ist nun aber beschädigt. Wenn es keine Umleitung bilden kann, sammelt sich die Lymphe im Gewebe. Ein sogenanntes sekundäres Lymphödem entsteht. Ein sekundäres Lymphödem kann man überall haben. Es ist posttraumatisch, das heißt nach Trauma oder nach OP. Wenn Lymphknoten entfernt wurden, dann müssen sich ja die Lymphgefäße neue Bahnen suchen, neue Verbindungen aufbauen. Um die angestaute Lymphe wieder in Fluss zu bringen, macht die Physiotherapeutin eine Lymphdrainage. So werden die Kanäle für die Lymphe wieder frei. Wir haben ja verschiedene Lymphwege. Stellen Sie sich das vor wie ein Rohrsystem, ein Hauptrohr, ein großes Hauptrohr, zum Beispiel in der Körpermitte. Und dann kommen da ganz viele Nebenrohre an. Und erst muss ich das Hauptrohr befreien und dann kann ich halt die Nebenrohre befreien. Lymphdrainage ist nur dann nachhaltig, wenn ein Kompressionsstrumpf getragen wird. Er verhindert, dass die Lymphe sich schnell wieder staut. Der wird morgens als erstes angezogen und abends als letztes vorm ins Bett gehen wieder ausgezogen. Auch die Ernährung rückt immer mehr in den Fokus bei der Therapie von Lymphödemen. Denn die Lymphbahnen sind sehr zart. Fettpolster können sie einengen
und den Lymphfluss verlangsamen. Im schlimmsten Fall kann Übergewicht den Lymphstau sogar auslösen. Wir sehen heute die häufigsten Lymphödeme bei extrem adipösen Patienten. Wir können eigentlich sagen, so beim Body Mass Index von 40, 45 brauchen wir nur zu warten, bis das Lymphödem auftritt. Das ist das sogenannte Adipositas-Ödem oder Adipositas-Lymphödem. Das ist übrigens das einzige Lymphödem, das komplett reversibel ist, wenn die Patienten abgenommen haben. Karl-Heinz Röder kann sein Lymphödem mit Ernährung nicht beeinflussen, denn er hat eine angeborene Lymphschwäche. Weil die Ärzte ihm lange nicht geglaubt haben, protokolliert er akribisch Gewicht und Körperumfang und kann genau sagen, wann er zunimmt und warum. 2015 bin ich operiert worden, lag im Krankenhaus, habe keine Lymphdrainage bekommen, habe auch keine Kompression getragen und habe daraufhin in 4 Tagen 8 Kilo zugenommen. Sein Gewicht halten kann er nur, weil er 4-mal die Woche zur Lymphdrainage geht und sich in seine Kompressionsstrümpfe zwängt, die er an Beinen, Bauch und oft auch den Armen tragen muss. Tag für Tag.